Entspannte Gesichter. Borussia Dortmund wird langsam unheimlich. 14 Spiele nach der Winterpause, keine Niederlage und jetzt der 12. Sieg. 2:1 bei Tottenham Hotspur. Ein historischer Erfolg. Wir waren und sind überzeugt, dass es eine besondere Haltung benötigt und auch eine besondere Leistung, aber auch eine besondere Haltung benötigt, hier an der White Hart Lane in England zu gewinnen gegen dieses starke Team von Tottenham. Und wir haben diese Haltung gezeigt, wir haben diese Leistung gezeigt, wir haben den Hunger gezeigt, der nötig ist. Wir haben wieder eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und haben verdient gewonnen. Und es bedeutet uns sehr viel, die erste deutsche Mannschaft zu sein, die das geschafft hat. Dortmunds Konstanz ist beeindruckend. Trotz der 6. englischen Woche in Serie wirkt die Mannschaft frisch. Dass wir da auch 90 Minuten alle 3-4 Tage, also in den ganzen englischen Wochen, eben Vollgas geben können. Und klar will jeder Fußballer Spiele gewinnen. Das will natürlich logischerweise auch der Gegner. Aber uns fällt es im Moment leichter, auch gerade wegen diesen körperlichen Voraussetzungen auch, das dann umzusetzen. Zweimal den 2. der englischen Liga dominiert und zu Recht auch gewonnen. Das ist schon ein Ausrufezeichen, gerade jetzt hier auch im Stadion, wo bislang noch keine einzige deutsche Mannschaft auch gewonnen hat. Also von daher kann es immer so weitergehen. Wir freuen uns auf jede einzelne Aufgabe, die uns halt eben jetzt auch gestellt wird. Wir wollen immer nahezu ein perfektes Spiel machen. Das ist natürlich auf diesem Niveau natürlich immer sehr schwierig, aber wir streben danach, dafür trainieren wir tagtäglich. Und ich denke, 2016 läuft es bis jetzt sehr gut. Der BVB ist nun der Favorit auf den Gewinn der Europa League. Einen Wunschgegner für das Viertelfinale hat er nicht. Nur Liverpool mit Jürgen Klopp sollte es doch besser erst im Finale sein.